Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engadin. Meine Damen und Herren, willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem YouTube-Kanal, auf Zwergen Fürst LP, zu Let's Play Super Mario Odyssey. Ja, hier steht tatsächlich Spiel fortsetzen, weil ich das Spiel schon mal gespielt habe. Ich habe da schon einen Speicherstand, den ich aus irgendwelchen Gründen noch nicht gelöscht habe, den ich noch nicht löschen konnte. Werde ich nachher nochmal gucken, wie auch immer. Willkommen zu einem neuen Projekt hier im Dezember. Wir spielen Super Mario Odyssey endlich auf der Switch. Eigentlich das erste Spiel. Ich habe es damals im Bundle mit der Nintendo Switch gekauft. Ich habe es gekauft und habe es dann nie gespielt. Ich habe es privat gespielt. Ich habe es privat einmal komplett durchgespielt und ja, das war es dann auch. Und habe mich irgendwie geweigert, das als Let's Play zu bringen. Jetzt vier oder fünf Jahre ist es her, seit das Spiel raus ist. Jetzt bringe ich es endlich mal auf meinem Kanal. Habe ich mich mal eigentlich dazu durchgerungen, das Spiel mal zu bringen. Und ich denke, wir zögern nicht mehr lange und starten gleich ein neues Spiel. Legen wir los mit Super Mario Odyssey. Starten wir in dieses legendäre Spiel. Let's go! Im Himmel über dem Pilzpalast. Bowser, was hat er diesmal vor? In seinem Luftschiff. Und Mario kämpft mal wieder gegen den Bowser, aber Bowser hat ein neues Look. Dies ist das Ende für dich. Mario steht vor seinem Ende. Da wird er vom Schiff geschleudert. Seine Mütze. Oh nein. Oh Schreck. Zeit für meine Hochzeit mit Peach. Bist du etwa eifersüchtig, Mario? Da sehe ich die Mütze davon. Während der Controller die ganze Zeit vibriert wie wild. Spielt das natürlich auf dem Pro-Controller. Die Mütze kaputt. Aber wer ist das? Wer da? Was geschieht hier? Mit R kann ich mich umschauen. Natürlich mit dem Pro-Controller. Springen! Was die Hauptfunktion von Mario ist. Oha! Da haut ab! Hey, warte! Oh, warte, Genosse. Da wer mal ein Mario-Spiel gespielt hat, der weiß natürlich, wie die Steuerung hier funktioniert. Das ist gar nicht so schwer, die Steuerung hier zu kapieren. Damit klarzukommen. Und wo ist die Gestalt? Ein Dreisprung der Nervenschnur schon. Wer bist du? Ich bin Mario. Wer bist du? Bist du einer von denen? Von denen bin ich keiner. Ach, sei doch nicht so schüchtern. Tut mir leid, dass ich abgehauen bin. Ich bin etwas schreckhaft. Ich habe gesehen, was vorhin passiert ist. Alles gut bei dir? Du bist hier im Hutland. Wir wurden gerade vom selben Ungeheuer angegriffen, das dir so übel mitgespielt hat. Das Schlimmste ist aber, dass es meine kleine Schwester entführt hat. Oh nein.
Herrn Schwesterhut. Aber Granny, nicht Gamora. Ich wollte eigentlich ein Schiff klar machen und diesem Ungeheuer hinterher. Aber unsere gesamte Flotte wurde während des Angriffs vernichtet. Da sagst du was, Mario. Oh, oh, oh. Wir sollten im benachbarten Land noch ein Schiff finden. Von der Spitze des Hutturms komme ich da bestimmt hin, aber die Schergen des Ungeheuers versperren den Weg. Wir kämpfen für dieselbe Sache, nicht? Wir sollten uns zusammentun. Mal sehen, ob wir Prinzessin Hut und Prinzessin Peach aus der Klemme helfen können. Meine Mütze. Na, das sieht ja speziell aus. Nicht so, denkst du? Wie wär's dann hiermit? Das ist schon viel mehr sein Stil. Cappy ist jetzt dein Begleiter. Marius, mit zart Augen. Y, kannst du mich werfen? Versuch's doch mal. Deine Mützensprung habe ich noch nie wirklich gekonnt. Das lernen wir vielleicht hier auch mal im Let's Play. Wäre mal eine Möglichkeit. Ich probiere gleich mal etwas aus. Mal ein paar Münzen sammeln. Wenn wir schon hier sind. Und warte mal kurz. War hier nicht, habe ich nicht was in Erinnerung. Naja, egal. Ja, wie gesagt, das Let's Play ist nicht ganz blind. Wir schauen uns hier ein bisschen um. Gibt es ein paar Münzen? Nix. Okay. Dann schauen wir uns hier mal um. Spring mal und versuch dort mich auf den Pfad zu werfen. Ja, sehr schön, ein kleines Tutorial zu beginnen. Was ich fast nicht mehr nötig habe. Münzen. Ja, inzwischen gibt es hier einige No Jump, No Coins, No Death Ones und so weiter. Speed Ones in zuhauf. Alle möglichen Challenges und so weiter. Ich mache natürlich hier kein Speed One. Und keine No Coin, No Jumps, No Anything Challenge. Das ist jetzt hier alles ganz gefühlt. Ein klassisches Super Mario Odyssey Let's Play auf meinem Kanal, wo hier alles erkundet wird, alles ganz in Ruhe erkundet. Willkommen in Zylindrien, dem ganzen Stolz des Hutlands. Soll ich dir etwas über die Anleitung erzählen? Nein, danke. Ich habe das Spiel schon mal gespielt. Sei vorsichtig da draußen. Kurz nach Release habe ich das Spiel mal gespielt. Ich habe es mir zu Release gekauft. Es ist wirklich, also, es ist mittlerweile schon ein alter Hut. Schönes Wortspiel. Schönes passendes Wortspiel. Ein Licht anmachen. Wie es sich gehört. Na komm. Gibt's noch einen Münzen noch. Also, den werden wir gebrauchen können. Die Münzen sind nicht schlecht, die können wir gebrauchen. Das ist nicht falsch. Vielleicht hätten wir die Kisten auch gebraucht.
um oben an etwas ranzukommen. Aber gut. Gibt's noch was? Ein paar Münzen. Oh, hier gibt's einen goldenen Hut. Ne, das ist die Blühbirne, die wir schon gemacht haben hier. Kann man mit dir reden? Die Handlange des Ungeheuers kann ich von hier aus sehen, aber ich kann nur tatenlos umherstehen und zusehen. Ja, ich kümmere mich. Keine Sorge. Keine Sorge, Leute. Ich mach das für euch. Mario kümmert sich. Und Schergen des Bowsers. Sollte man da wirklich mal hochspringen? Das ist vielleicht nicht ganz verkehrt. Ich weiß nicht. Okay. Und nun? In der Brücke. Das ausschaut. Gute Arbeit. Oha. Wäre ich fast runtergefallen. Das wäre ja peinlich im ersten Level. Was ja wirklich noch nicht anspruchsvoll ist. Wie Mario rennt. Mal nicht anmachen. Wie es sich gehört. So. Ein paar Goombas hier. Die Standardgegner von Mario. Und mit der Mütze können wir hier ein kleines Herzchen kriegen. Plakate degradieren. Außer hat sie nichts zu suchen. Weg mit dir. Da krieg ich einen Applaus für. Und nun? Durchs Portal. Ach so, ja gut. Einfach mal gegenschlagen. Im Inneren des Hutsturms. Dann würde ich die typischen. Typischen Blöcke. Fahrzeugblöcke. Die Münzen und Items. Und hier wollte ich was Spannendes. Warten wir kurz, nochmal kurz Münzen einsammeln. Ich weiß ja schon, was hier abgeht. Wir wollen kurz hier uns Zeit lassen. Das geht ab. Oh, was? Hab ich hineingesogen. In den Frosch. Mario wundert sich, wo er ist. Du hast einen Frosch gekapert. Gekapert. Boink. Da können wir auf einmal hochspringen. Na komm. Und durch alle drei Ränge durch. Und zack. Kommen wir auch hier hoch. Können wir höhere Sprünge wagen. Ja komm, nehmen wir auch den dritten Ring noch mit. Guck mal hier Yoshi-mäßig. Ne, guck mal nicht. Ich dachte, wir können die Zunge rausstrecken und glam. In den typischen Yoshi-Laut. So, Frosch Mario unterwegs. Let's go. Ein paar Münzen sammeln. Nur die Ruhe. Wir haben viel Zeit hier für dieses Projekt. Wir wollen uns hier gar nicht eilen. Alles ganz in Ruhe erkunden. Ein 100% Spiel wird das auch nicht. 100% Projekt. Muss ich auch leider enttäuschen. Und ich werde nicht alle Sterne. Und das Sterne in diesem Bereich, in jedem Bereich sammeln. In diesem Bereich vielleicht könnte es fast möglich sein. Obwohl, ich würde dann später, wenn man das Spiel zu Ende hat, noch ein bisschen heftiger.
sind ja extrem viele Sterne, die alle zusammen, ist ja dann, naja, ZLO aus der, ursprünglich ja, raus aus dem Frosch, ZL raus aus dem Frosch, dass der Frosch verwirrt, was mit ihm passiert ist. Da kann man die Kiste öffnen. Kiste öffnen. Aha, 6 Leben haben wir jetzt. Nicht aus. So, hier noch irgendwas. Da drüben noch was. Nö. Sag mal durch hier. Hinein oder hinaus. Je nachdem. Okay. Check the point. Gutsturm, Checkpoint. Dieses Ungeheuer hat alles zerstört. Wer das mal angerichtet, kann von lauter Angst nicht mehr den Finger rühren. Ja gut, das ist jetzt alles vorzulesen. Ah, es sieht doch hier wunderschön aus. In dieser Landschaft. Immer im Kreis gelaufen. In Hutlandschaft. So, hinauf geht's. Erster Bosskampf oder was? Soll das schon der erste Bosskampf sein? Da sind ja die Störenfriede. Hihihi, der Chef hatte recht, als er sagte, ein schnurrbärtiger Geselle würde sich in unseren Vorbereitungen einmischen. Wir sollten uns wohl mal vorstellen. Man nennt uns die Bungels. Unser Zeichen Hochzeitsplaner, des glücklichen Paares Bowser und Peach. Und wir haben den Cappy-Schatz, den wir wollten. Wir können also weiterziehen. Vorher müssen wir allerdings noch die Störenfriede aus dem Weg räumen. Das ist ja erst eine Frage der Perspektive, wer hier Störenfried ist. Aber ja, es scheint ein erster Bosskampf zu sein. Im ersten Part hier schon ein erster Bosskampf. So muss das sein. Na, mal schauen, ob ich hier auch gut damit zurechtkomme. Glaube ich mir hier schon Schande. Schande über mein Haus bringen. Bei der ersten Mission. Die Mütze nutzen. Das müssen wir. Okay. Ihm seine drei Deckel loswerden und dann auf den Kopf. Zweimal hat hier schon gereicht. Besiegt. Ach, Monde sind's, stimmt. Ich rede hier von Sternen. Monde müssen wir sammeln, stimmt. Das kommt gleich noch. Kommt, ich nehme was vorweg. Kommt, ich nehme einiges vorweg. Schüttel den Pokémon-Controller. Das geht auch. Aha. Rüber geht's. Und da haben wir nochmal das Logo. Damit nochmal offiziell willkommen zu einem neuen Projekt. Seid gegrüßt zu Super Mario Odyssey. Let's Play auf Zwangfest IP. Da haben wir schon das Kaskadenland. Da löst da Mario durch die Stromleitungen. Scheint zumindest nicht ganz angenehm zu sein. Oh wei. Unser erster Power-Mond. Genau, nicht Sterne, Monde. Was für ein Trip. Aber hey, wir haben es in einem Stück ins Kaskadenland geschafft. Ich bin noch ganz elektrisiert vom Kapern. Oder Kapern. Ich werde es mal Kapern nennen, ne? Der Stromleitung gedreht, gefühlt. In dieser Gegend soll sich ein altes Luftschiff befinden. Los, suchen wir es. Na dann, auf geht's. Und hier haben wir schon traumhafte, wundervolle Musik. Super Mario Odyssey hat hier wirklich, also das muss man sagen, traumhafte Soundtrack.
Handstand Salto. Wasserfallbecken. Und ein Wölkchen. Was haben wir hier? In der Anleitung. Reisetipp. Mützenzielwurf. Wirf deine Kopfbedeckung und schüttle den Crown Controller. Dann erneut, um einen Mützenzielwurf auszuführen. Deine Kopfbedeckung fliegt zum nächstgelegenen Ziel. Das ist super praktisch, wenn du kein Zielwasser getrunken hast. Ja, sehr praktisch. Und okay, so nicht. Und schütteln. Naja, so ähnlich. So ungefähr. Können wir auch noch hoch. Was bringt es, die Frage? Dann gibt es hier noch einen Sprungflug. So ein Mützenwurf, wo man dann auch noch drauf springen kann. Okay, die können wir nicht bebooten. Wir können nicht zu dem. Zu dem können wir nicht lernen. Warte mal kurz. Können wir dich nicht klappern? Ja, wir können nicht klappern. Und so, um das zu erreichen, da haben wir unseren ersten Mond. Jetzt sollten wir den nochmal klappern. Wenn wir hier die Sachen zerstören. Ein paar Sachen zerstören hier. Zerstörung. Ja, was soll's. Ersten Mond gehobelt. Ein Mond für dich, unser erster Power-Mond. Da seht ihr auch, warum ich es aufgenommen habe. Und wird das Datum leider unten rechts eingeblendet. Multimode hoch über dem Wasserfall. Oh, da haben wir auch schon den nächsten Boss. Das kommt ja hier rasch nacheinander. Oh, wir haben einen Power-Mond gefunden. Mit diesem Monden können wir unser Luftschiff antreiben. Hast du jemals sowas gesehen? Ja, habe ich schon mal gesehen. Wie gesagt, ich habe das Spiel schon mal gespielt. Es ist nicht blind. Das ist es, genau hier. Hiernach haben wir gesucht. Es ist in einem schlechten Zustand, als ich dachte. Nun ja, es ist ja auch ein altes Modell, aber es fliegt bestimmt noch. Mal sehen, ob wir es in Gang bringen. Wirf mich einfach auf den Globus dort. Das machen wir doch glatt. Einen Mond haben wir schon. Zack. Das genügt scheinbar noch nicht ganz, um das Schiff zu reparieren. Was? Sie rührt sich nicht. Sie braucht wohl noch mehr Energie. Meinst du, es gibt hier noch weitere Monde? Aber etliche. Davon bin ich überzeugt. Mehr als du dir vorstellen kannst. Im Moment. Ein Herz für Mario. Ein Herz für Klempner. So. Geh mal hoch, Mario. So Pfeiler klettern. Für eine Münze. Sehr schön. Und gleich mal ein Puppenklatscher. Stampfattacke meine ich. Die Münze sind auch was wert. Das werden wir ja später alles noch erfahren. Das ist ja jetzt hier. Das Projekt ist noch jung. Das ganze Münzen sammeln und so weiter, das geht ja jetzt erst los. Das wird noch Ausmaß annehmen. Das glaubt man kaum. Schreibt mal in die Kommentare. Das würde mich wirklich interessieren. Gibt es hier Leute in meiner Community, die das jetzt hier, also ich spiele das nicht zum ersten Mal, aber
das jetzt zum ersten Mal sehen bei mir, die das jetzt noch nicht gespielt haben. Und ich meine, das Spiel ist schon wirklich mittlerweile alter Käse. Das ist jetzt hier wirklich schon eine Weile raus. Wie lange ist das? 2017? Ich glaube, 2017 kam das raus. Wenn ich mich nicht komplett irre, war es 2017. Meine Güte, was ist das nur für ein riesiges Ding? Scheint ein Dino zu sein. Ein Saurier. Ich würde fast sagen, ein T-Rex. Na, wir können ihn doch bestimmt kapern. In der Tat, das können wir. Oha. Mario T-Rex unterwegs. Ich glaube, der kann mir nicht mehr viel. Der Kettenhund kann mir nicht mehr viel ausrichten. Noch ein bisschen destroyen. Und hier sollte ich vielleicht auch mal die Mütze wieder absetzen. ZL. Da liegt der Dino verwirrt da. Können wir uns mal um die Gegner hier kümmern. Ja, Super Mario Odyssey ist jetzt nicht das schwerste Mario-Spiel, wie man sich denken kann. Die, die es wirklich noch nicht kennen, sollte mich stark wundern, aber ja, kann nicht sein. Wie gesagt, schreibt mir das mal unbedingt in die Kommentare. Oha, wären wir fast hier mal runtergefallen. Gibt's noch ein Herz für ein Secret? Schreibt mir auch mal in die Kommentare, ob ihr das Spiel schon mal gespielt habt und was eure Erfahrungen mit dem Spiel sind. Ob das hat er selbst schon 5 Speedruns gemacht und seid ihr schon Profi drin? Wie sieht das eigentlich aus? Hätten wir vielleicht mit dem Dino noch was zerstören müssen? Dann kamen wir her. Sieht fast aus, als immer mit dem Dino noch was zertummern müssen. Ja gut. Da haben schon vor eigentlich aufgehört. Ist doch ein Weilchen her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Ich bitte zu entschuldigen. Das habe ich, glaube ich, das letzte Mal habe ich dann auch erst 2018 gespielt. Das ist auch wieder. Können wir die Dino noch mal herkriegen? Sehr schön. Nehmen wir mit dem Dino lang. Schneller laufen kann ja nicht der Dino. Muss ich auch nicht. Hier nochmal wird er gut laufen. So, genau das hier. Dachte ich mir schon. Und jetzt mal hier rein in die Röhre. Ach, ins Land. Hey, wir sind hier ganz flach. Bei hier einem, wie in einem 8-Bit Mario-Spiel. Mario Bros. lässt grüßen. Regen kann heute auch nicht mehr. Zwei. Die Musik wird auch gleich ein bisschen 8-Bit-mäßig. Na komm. Was soll's. Wir können vielleicht nochmal rüber. Sehr schön. 8-Bit-Map. Hier noch einen Mond holen. Ein Mond für dich, der dem Wasserfall. Aha, hier ist ein Wasserfall. Interessant. Ach, 3 Monde müssen wir hier noch holen.
Da ist eine Mondanzeige. Die es uns verrät. Und hier geht's gleich wieder hoch. Zack, da ist er wieder 3D. 3D-Münzen, Herr Mario. Oha. Ein großes Herz für Mario. Das nehme ich doch gern. So zerstört euch gegenseitig. Oha. Und ich glaube, den müssen wir hier nehmen. Um das hier zu zerstören. Funktioniert mir nicht so richtig. Die Mauer will ich zerstören. Genau das. Herz kommt mir hier. Sehr gut. Und wer ist denn da? Wo wartet denn dort auf mich? Was? Du willst meine Monde, mein Power-Monde, um dein doofes altes Luftschiff zu reparieren? Geht's noch? Ich verschenke meine Monde, mein Power-Monde doch nicht einfach da an dahergelaufene, schon gar nicht an Kettenhundfutter. Okay, Kettenhund kapern. Oha, na toll, jetzt halt nicht von dem. Das hat sich erwischen lassen. Jungface. So sieht's aus. Ein paar Münzen sammeln. Früher haben sie in Nagelstuhl manchmal Heilung gebracht. Erstmal das Hütchen ab. Wenn ich das kappern kann. Na komm, und Jungface. Genau so. Die brauchen noch einen dritten Schlag. Ich will doch nur die Münzen. Bin hier wieder nur auf Münzen und Geld aus. Und so, und der dritte Schlag in dein Gesicht. Kommt schon gleich. Brauts. Also besiegt und Mond übergeben. Der Power-Mond. Sehr schön, ein Multimond für dich. Multimond hoch über dem Wasserfall. Sehr schön. Du hast es geschafft und nun haben wir einen Multimond. Diese Kleinode besitzen die Kraft dreier Monde. Damit kommen wir unser Schiff bestimmt von hier weg. Na, wir werden sehen. Dann schauen wir mal, ob wir es zum Laufen bringen können. Wirf mich auf den Globus. Dieses Symbolchen hier, dieser Icons immer noch dazu. Vier Monde haben wir. Na, wird es reichen? Yay. Die Odyssee ist funktionstüchtig. Und da sind wir in der Map angekommen. In der Overworld, wenn man so will. Wir haben genügend Energie, um zum Wüstenland zu reisen. Dann wollen wir mal die beiden retten. Möchtest du als Steuer? Ist ganz einfach. Wähle Wüstenland und drücke A und schon geht's los. Das aber erst im nächsten Part. Hutland und Kaskadenland haben wir heute schon gemacht. Und im nächsten Part, weiß ich nicht, geht's weiter. Für heute war es das erstmal für diese Aufnahme. Da mich nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da auf neuer Seite und wir sehen uns im nächsten Part wieder. In der nächsten Aufnahme. Zwergi macht eine Aufnahmepause. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.